Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einem Special zum 625er Reefer. Das Ding ist nämlich mehr oder weniger jetzt 2 Jahre am Laufen und deshalb gibt es heute eine Sondersendung dazu. Wenn euch das interessiert, bleibt dran, bis gleich. Ja Leute, Dankeschön fürs Dranbleiben und ja, dieser Teil heute soll ein klein wenig einen Rückblick auf 2 Jahre 625er Red Sea Reefer geben. Ich habe mir dazu mal ein paar Notizen gemacht. Wir können nicht auf jeden einzelnen Monat eingehen, es ist auch nicht immer was passiert. Ich blende euch dementsprechend immer mal ein paar Sachen ein, worüber wir sprechen, beziehungsweise was ich euch erzähle und ja, fangen wir doch einfach mal an. Der Reefer, den ich bestellt habe, damals 2018, sollte eigentlich zwischen Weihnachten und Neujahr geliefert werden. Dem war leider nicht so, weil was auch immer. Ja, die Spedition kam nicht hinterher. Er wurde dann direkt am, ich glaube am 3., also sprich heutiges Datum, wurde er geliefert. Und ja, ich habe mich halt dann dran gegeben, die ganze Sache aufzubauen, blende ich euch auch noch mal kurz ein. Also das Ganze wird ja auf Palette geliefert und ja, es war im Prinzip erstmal ein IKEA-Schrank zum Aufbauen, pauschal gesagt. Etwas massiver wie IKEA, weil es muss ja auch einiges mehr aushalten. Aber alles in allem, ja, hat schon Spaß gemacht. Und als der Schrank dann fertig war, habe ich dann erstmal meine Bekannten gerufen mit Saugern und dann haben wir das Becken an Ort und Stelle gehievt. Problem war natürlich im Vorfeld auch noch, ich hatte ja das 460er da stehen, 1 Meter breit, 80 cm tief und glaube ich 70 hoch. War ein sehr schönes Becken, aber das musste ja natürlich erstmal von der Stelle da weg. Zudem, ja, wie machen? Ja, wie kriegt man ein voll besetztes Becken zur Seite? Ich habe es im Prinzip fast leer gemacht mit dem Wasser, das Wasser kurz zwischengelagert, das Becken tatsächlich mit Muskelkraft verschoben gekriegt. Der Schrank hat es auch mitgemacht und konnte dann natürlich das neue Becken da hinstellen. Ja, nach langem Hin und Her, Technikaufbau etc. pp., habe ich dann angefangen mit dem Umzug. Und das hat mich dann, ich habe im Prinzip morgens um, glaube ich, 9 Uhr angefangen. Es sah katastrophal aus. Also überall waren Becken und überall habe ich irgendwelche Behältnisse gehabt, wo ich Wasser bzw. Korallen drin hatte, die natürlich auch noch temperiert werden mussten. Somit habe ich dann dementsprechend geheizt, damit es der im Raum schön warm ist, damit ich nicht alles hier mit Heizstäben bearbeiten muss. Ja, und wie jeder weiß, bin ich jemand, der relativ schnell schwitzt und das war dann dementsprechend nicht ganz so angenehm in dem Moment. Aber das Ergebnis zählt. Ich blende euch dementsprechend mal den Aufbau an als kleines Video und ihr seht selber, das Becken nach dem Umbau, also das waren jetzt schon 2, 3 Tage später, habe ich das Ganze dann recht gut hingekriegt. Die Korallen sind gut umgezogen und das passte soweit. Ja, das Schwierigste war im Prinzip, ja, der Umzug und alles dann so hinzukriegen, dass es relativ und zeitnah dann umgesiedelt wurde. Ja, der Monat ging ins Land, das Becken fing an einigermaßen gut zu laufen. Und ja, was soll ich sagen? Es kommt immer irgendwas dazwischen. Die Korallen standen sehr gut, wie ihr an dem Video seht. Und was allerdings ja, was passiert ist, meine Polaris ist auf einmal, also die ist in dem anderen Becken nie gesprungen, hatte auch nicht wirklich da die Möglichkeit. Aber hier in diesem Becken, ja, ist nun mal kein Rand drum gewesen und dann ist sie dann halt rausgesprungen. Aber ihr seht selber, die Fische sind hier und da schon ein bisschen schreckhaft, weil es halt eine neue Umgebung ist, weil sie es halt erstmal kennenlernen müssen. Und das ist natürlich für den Fischbesatz an sich, ja, erstmal müssen sie das kennenlernen. Das Problem, was wir auch hatten, zu dem Zeitpunkt habe ich komplett neu besetzt. Also sprich, da ist der Japonikus reingekommen, da ist ein neuer Doktor reingekommen und da ist ein Fuchsgesicht reingekommen. Und die mussten sich natürlich dann auch erstmal mit diesem alten Doktor, der drin war, mit dem alten gelben Doc, ja, vertragen.
Ich bin halt hingegangen, habe den alten gelben rausgefangen, habe ihn erstmal separiert und habe das Ganze erstmal 2, 3 Tage laufen lassen. Das hat allerdings leider nicht ganz so funktioniert. Diesen Fisch musste ich dann tatsächlich im weiteren Verlauf dann tatsächlich nochmal rausfangen, weil die sich nicht vertragen haben. Ja, der hat 3, 4 Tage ging das gut. Und ja, dann hat er sich erinnert, dass er anschließend, ich bin hier irgendwie, kenne ich ja die ganze Umgebung. Und dann hat er sich wieder, ich sag mal, zu Hause gefühlt, hat den großen Matz markiert und ja, hat sehr viel Unruhe reingebracht. Dieser Fisch schwimmt jetzt immer noch in einem 1200-Liter-Becken, also alles gut, er ist gut untergekommen. Ja, was hatten wir dann zu dem Zeitpunkt noch? Ja, so dann nach 2 Monaten war es dann so, dass die Fische sich einigermaßen eingelebt haben, die Korallen auch. Unter anderem war dann auch meine Calabrensis, also sprich die Giftgrüne, die ich mitten im Riff platziert hatte, so weit gewachsen, dass ich sie, ich sag's mal, ja, ich sag mal, nicht separieren musste, aber ich musste ihr einen Special Platz geben. Blende ich euch auch mal eben kurz ein, die Übersicht hier. Sie ist Schwimmt jetzt in 1200. jetzt ja, pauschal gesagt, etwas separiert worden, hat einen separaten Ast gekriegt, damit sie an die anderen Korallen nicht drankam. Und wie gerade eben auch schon angedeutet hier, der gelbe Dock ist rausgeholt worden und ist in ein 1200 Liter Becken reingekommen. Ja, aber alles in allem stand das Becken auch nach 2 Monaten recht gut. Der Verbrauch stellte sich langsam und sicher ein und es fing an zu wachsen. Es machte Spaß. Ja, und dann kam der April. Der macht, was er will, und das Becken hat auch gemacht, was es will. Beziehungsweise, ja, es waren defekte Tests, beziehungsweise falsch gelagert wahrscheinlich. Ich habe ja sowieso die Tests von Red Sea, und da war es so, dass ich einen defekten Magnesiumtest hatte, der falsch angezeigt hatte, zu wenig. Und ja, der hat immer 1200, glaube ich, angezeigt, war es, glaube ich. Und ich denke, ja, okay, 1200 ist ein bisschen wenig, geh mal hin und pack rein. Was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gemacht hatte, war eben, ja, die Tests zu überprüfen. Das ist auch so eine Sache, die einige, ja, genauso wenig einsehen wollten zu dem Zeitpunkt wie ich. Ja, ich grüße da mal den Murs, ne? Weil, so nach dem Motto, warum überprüfen wir unsere Tests? Ja, das war mir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wirklich so bewusst. Fakt ist, ich habe schön reingepackt und bis ich dann irgendwann mal festgestellt habe, Junge, hier stimmt was nicht. Mir sind einige Korallen kaputt gegangen. Ich habe ein Milieu, ich sage jetzt mal, gefördert, was im Endeffekt unter anderem jetzt nicht nur wegen dem Magnesium, sondern auch, weil es halt nicht richtig gemessen war. Für die Cyanus, da hatte ich auch zu dem Zeitpunkt schon Riesenprobleme mit, die leider nicht auch nicht vernünftig bekämpft werden konnten. Ja, da habe ich dann außer Phytoplankton jetzt andere Mittelchen noch eingesetzt, die es aber auch nicht wirklich gebracht haben. Erst der tatsächlich massive Einsatz von Phytoplankton zu dem Zeitpunkt, also sprich über die empfohlene Dosierung von 100 Milliliter pro 100 Liter. Ich glaube, ich war anschließend bei 150 Milliliter. Entschuldigung. Hat es dann zu dem Zeitpunkt gebracht. Ja, und die entsprechende Problematik mit dem Magnesium war halt so, dass dann ich massive Wasserwechsel machen musste. Somit waren die guten Bakterien oder die entsprechenden Stoffe natürlich auch wieder raus. Die Cyanus kriegten wieder Futter. Und ja, ein Teufelskreis. Das Magnesium ging zwar runter, aber die Cyanus hatten durch den Wasserwechsel natürlich auch erstmal wieder Futter gekriegt und dann ging das Spiel wieder von vorne los. Ja, Ja. gehen wir zum nächsten. Dann im Juni, muss ich gerade eben mal kurz gucken, nee, im Mai bin ich dann hingegangen und habe ein kleines bisschen aufgerüstet, weil wir in Urlaub fahren wollten. Und ich hatte ja bei dem 460er hatte ich einen Ausfall gehabt, einen Stromausfall. Und dann habe ich gesagt, okay, gehst du hin, holst dir eine USV. Die blende ich euch auch mal eben kurz ein. Und diese USV wurde mit einer Pumpe gekoppelt. Eine Strömungspumpe. Das heißt also, das Wasser, sobald der Strom ausfällt, wird weiter bewegt. Und es kann dann noch immer noch ein Gasaustausch stattfinden. Das war Sinn und Zweck der ganzen Sache. Zudem musste ich hingehen und eine dauerhafte Versorgung oder eine längere Versorgung für mein Phytoplankton etablieren,
so dass meine Nachbarin eigentlich nur ihre Standardaufgaben, also sprich Wasser nachfüllen und füttern, erledigen sollte. Das hat dann auch funktioniert. Da bin ich dann auf die Idee mit dem Magnetrührer gekommen, der im Prinzip über eine Zeitschaltuhr und ähnlich und der Dosierpumpe dann mein Phytoplankton ins Becken dosiert. Das hat eigentlich relativ gut funktioniert. Ab und an sind mir die Kulturen dann mal hops gegangen, aber im Großen und Ganzen hatte das eigentlich funktioniert. Ja, was war noch neu? Ach so, in dem Monat habe ich die Magspec-Turbine Duo bekommen und die habe ich dann eingesetzt, weil die, was hatte ich denn da drin? Das war, glaube ich, eine Jebao. Die war relativ laut, die hat dann einen Schaden an am Läufer gehabt und ich habe die von einem befreundeten YouTube-Kollegen bekommen, der die über hatte. Und diese Magspec, die ist eigentlich, boah, das ist Wahnsinn, Ding, also akustisch. Die waren nicht zu hören. Die hat man angeschaltet, man hat eigentlich nur kurz gehört, zack, das Ding geht nach oben. Also der die Wassersäule wird nach oben gedrückt und danach war sie nicht mehr zu hören. War eine geile Pumpe und hat auch bis vor kurzem ihren Dienst getan. Sie ist nicht kaputt, sie ist einfach nur ersetzt worden. Kommen wir dann, ich glaube, irgendwann im Januar, Februar kommen wir dazu. Ja, kommen wir zum Juni. Da habe ich dann eine Rifferweiterung gemacht, weil, ja, Luxusproblem, das Riff wächst und gedeiht und wächst und man hat keinen Platz mehr. Und wir wollten zu dem Zeitpunkt Riffäste haben, so wie ich sie im Prinzip verwendet habe. Jetzt muss ich gerade eben mal kurz gucken. Technik, 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 genau. Riffäste. Und das Problem zu dem Zeitpunkt war, es war oder ist auch immer noch der Fall, es werden keine Riffäste mehr importiert. Also sprich abgestorbene Korallen gibt es nicht mehr. Also musste man auf Ersatzlösungen zurückgreifen. Da bin ich jetzt hier hingegangen und hatte diese Real Reef Rocks. Ja, im Prinzip, sehen nicht schlecht aus. Aber in meinen Augen ist es der reinste Zement. Die haben eine sehr, sehr glatte Oberfläche. Man kann nichts vernünftig drauf kleben. Das hält nicht vernünftig. Aber ich habe nichts anderes kriegen können. Also habe ich mir diese Dinger geholt, habe sie eingebaut, wie ihr seht, und das Riff erstmal an dieser Stelle hinten erweitert. Eigentlich wollte ich ja hingehen und das Ganze ein bisschen, ich sag mal, ansteigend lassen, aber aufgrund der Platzprobleme, also Besiedlungsflächenprobleme, musste ich dann dementsprechend darauf zurückgreifen. Ja, was noch passiert ist, blende ich euch auch eben mal kurz ein. Ich habe mein Technikbecken unterteilt, weil das ist möglich bei dem Reefer. Man kann im Prinzip da unten ein, ich sag's mal, Algenrefugium reinbringen und dieses Algenrefugium ist im Prinzip dafür da, um Nährstoff umzusetzen. Ich habe es zweckentfremdet und habe da draußen Ablegerbecken gemacht. Da habe ich eine Kessel drüber gepackt, eine A360, die tut auch bis jetzt noch ihren Dienst und ja, seht selber, so sieht es im Moment nicht mehr aus, aber es sieht anders aus, aber im Grunde ist das Ganze so geblieben. Machen wir den Sprung in den September zum zweiten Urlaub, den ich gemacht habe. Ja, man denkt, alles läuft, alles eingestellt, alles ist überprüft und man kommt aus dem Urlaub zurück und dann, ja, denkst du, Schätzchen. Das Becken wurde so gut versorgt von meiner Nachbarin, dass sich das so wohl gefühlt hat. Oder es hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich einfach mal die Finger rausgelassen habe, dass die Korallen und die Gesamtbiologie so extrem nach vorne gegangen ist. Ich muss gerade eben mal kurz schauen. Ja, es ist einiges nach unten gezogen worden. Die Alkalität war bei 6,4, das Calcium war bei 350, Magnesium war auf 1260 runtergegangen. Der Test war übrigens zu dem Zeitpunkt in Ordnung. Also das gesamte Becken hat mal einen kräftigen Schluck genommen in der, ich glaube, 1,5 Wochen. Was dann im Endeffekt dazu führte, dass ein auf zwei Hammerkorallen, die etwas empfindlicher sind, unter anderem auch eine Golden Torch, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, ja, nicht so wirklich gut darauf reagiert haben und sich dadurch verabschiedet haben. Das ist dann nun mal, wenn man, ich sag mal, kein GHL-Computer hat, wo man aus der Ferne überprüfen kann, wie schaut mein KH jetzt aus oder ähnliches, ja, muss man sich eben darauf verlassen, dass das Becken im Vorfeld halt stabil läuft. Das tat es halt zu dem Zeitpunkt nicht.
Ja, nichtsdestotrotz, es sind drei Hammerkorallen hops gegangen und ich muss gerade eben mal kurz schauen. Ja, in dem Monat war eigentlich nichts mehr weiter. Und Wachstum der anderen Korallen war auch natürlich gegeben. Die haben kräftig gezogen. Ich habe es wieder ausgeglichen und das System wieder auf Null gezogen. Und wie ihr seht, also es sieht im Prinzip gar nicht mal so schlecht aus. Ja, auch wenn ein System runtergeht, dann gibt es einige Korallen, die halt extremer darauf reagieren und andere, die sagen, ist was. Das war zu dem Zeitpunkt der Fall. Gut, kommen wir zum November 2019. Da hatte ich eine Kleinigkeit, das habe ich jetzt, glaube ich, nicht im Bild. Da ist mein Japonikus so ein bisschen rumgeschwommen wie so ein Streuselkuchen. Da kriegte ich dann schon Schnappatmung und Panikattacken, was wohl los ist. Und im Endeffekt, ja, die UVC, die ich einsetze, ich habe ja eine Debari da unten, Debari AN15. Ja, sollte man dann auch ab und zu dann mal die Röhre wechseln. Die Röhre war im Vorfeld schon im Einsatz und ja, ich denke mal, hatte dann zu dem Zeitpunkt unter anderem ihren Geist, ja nicht Geist aufgegeben, aber sie ist halt zu alt gewesen. Hat also nicht mehr die Leistung gebracht. Hat man denn direkt an diesem Fisch gesehen? Ja, bin ich hingegangen, neue UVC-Röhre geholt und direkt eine Cleaning-Crew nochmal aufgestockt. Putzerlippfisch ist reingekommen, der war vorher komischerweise nicht nötig. Und nochmal drei Garnelen sind nochmal dazugekommen, also Putzergarnelen. Und dann konnte man signifikant sehen, dass nach diesen Maßnahmen, also sprich neue Röhre, Putzer eingesetzt, dass es dann aufwärts ging. Ja, und ihr wisst ja selber, der Gute ist schon heute noch komplett zufrieden durch die Gegend. Ja, und dann kam der Dezember 2019. Da ging auch schon vorher, ich habe es aber nicht wirklich, ich sag mal, auf der Kette gehabt, beziehungsweise im Visier gehabt, der ja nicht das Gerücht um, sondern die Info um, dass einige Becken von Rezi einen Durchhänger haben, und zwar im Bereich vom Technikbecken. Ja, ich habe, glaube ich, im Juni oder so, auf jeden Fall ein halbes oder dreiviertel Jahr, circa ein dreiviertel Jahr, glaube ich, kurz im September vor dem Urlaub. Oder kurz nach dem Urlaub bin ich hingegangen, habe mal gemessen, habe diesen Blatttest gemacht. Also sie sind hingegangen und man konnte da im Bereich des Technikbeckens, konnte man ein Blatt zwischen Schrank und Aquarium schieben. Ja, das war bei mir eigentlich nicht der Fall zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, so ein kleines Stück ging rein. So, und im Dezember dachte ich, ach, guck noch mal. Und so ein Stück kriegte ich das Blatt dann auf einmal unter das zwischen Aquarium und Schrank geschoben. Und da kriegte ich natürlich erstmal eine Herzattacke. Ich dachte, was machst du jetzt? Hast du jetzt Kontakt zu Rezi? Nein, hast du nicht. Kriegst du zeitnah Antwort? Wahrscheinlich auch nicht. Also bin ich hingegangen und habe selber gebastelt. Ich hatte noch eine entsprechende Leiste, die eigentlich unten vor das Aquarium vorkommt. Das ist die Leiste hier in Schwarz gewesen. Und ich blende euch das mal eben kurz mit ein. Habe dann innen drin eine Verschraubung gemacht, die ich dann hochstellen konnte. Und das Ganze, wo ist es denn? Genau, da ist es. Habe ich dann die entsprechende Leiste in der Mitte hingesetzt und konnte das dann mit der Stellschraube auf der Rückseite dann nach oben schrauben und habe das jetzt so weit hochgeschraubt, dass das Becken an der Stelle komplett gestützt ist und der Schrank nicht weiter absacken konnte. Das passte, das war die günstigste und schnellste Lösung und ja, das Becken steht bis heute noch und ist auch nicht weiter abgesackt. Was im Dezember auch noch passiert ist, da hatte ich mir eine Muschel organisiert. Und ich hatte ja den normalen Fuchs drin, fragt mich jetzt nicht nach dem Namen, habt ihr eben gesehen. Und dieser Fuchs ist an meine Muschel dran gegangen. Also nicht nur an den Seiten, da wo eigentlich, ja, ich sag mal, hier und da schon mal Algen wachsen. Nein, er hat definitiv ins Fleisch der Muschel reingebissen. Habe ich gesehen, habe ich zweifach beobachtet, hat dann auch knapp 2,5 Stunden, glaube ich, gedauert oder 3 Stunden sogar, bis ich den aus dem Becken hatte. War eine reine Treibjagd, ist einiges zu Bruch gegangen. Und ich wollte sowieso, ich sag mal, immer schon den Adamantenfuchs haben. Jenen welchen hier. Siganus Magnificus Adamantenfuchsgesicht. Und den habe ich mir dann einen Monat später im Dezember dann geholt. In relativ klein und er schwimmt bis heute noch recht munter durch die Gegend. Also dem geht's gut.
Er hat sich auch direkt mit den anderen, ich sag mal, nach kurzer Eingewöhnungsphase gut verstanden. Und ja, okay, es war keine Muschel mehr dran, wo er dran gehen konnte. Aber er ist dementsprechend schön brav an die Kugelalgen gegangen, die ich hatte, und hatte die dann auch dann schön brav vernichtet. Ja, der Januar lief eigentlich ganz normal und im Februar kam dann der nächste große Hammer, den ich kriegen sollte. Ich habe es bisher bis zu dem Zeitpunkt nur von gehört und habe eigentlich selber nie dran gedacht oder geglaubt, dass ich sie kriege, aber AEFW. Acropora Eating Flatworms. Diese süßen Tierchen haben sich zwei meiner Korallen geschnappt. Einmal den großen Stock in der Mitte, blende ich euch jetzt mal kurz ein. Das ist der große Lila in der Mitte. Und zum Zweiten sind sie an meine Valida gegangen. Ja, jetzt kam der Kollege, ein Bekannter, vorbei und meinte: Oh, die sieht aber schlecht aus. Ich sage: Ja, das ist nicht gerade witzig, wie die momentan aussieht. Ich habe es aber nicht erkannt, dass es jetzt, ich sage jetzt mal, da irgendwas dran ist. Man hat es nicht gesehen, die Scheißviecher sind so klein. Ja, was wir gemacht haben, wir haben die Koralle gebadet in Osmosewasser, kurzzeitig. Hatte den Vorteil bzw. den positiven Effekt, es ist alles abgefallen, was da an Schädlingen drauf war. Aber die Koralle war schon so dermaßen angeschlagen. Ich blende euch das nächste Bild mal ein, nachdem ich sie gebadet habe. Die ist also schon sehr, sehr hell geworden. Die war knatschlila. Die hellen Stellen sind teilweise schon abgestorbene Stellen gewesen und ich habe es tatsächlich zu spät gemerkt. Die Valida selber habe ich heute noch. Die hat es geschafft. Die ist irgendwie robuster gewesen wie dieses Tierchen. Und ja, alles in allem, so sah es dann nach dem Crash aus. Die Valida war auch dementsprechend angeschlagen gewesen, hat sich aber dann Gott sei Dank wieder gefangen. Die andere ist mir eingegangen, aber zum Glück habe ich, ich sage es mal, vorgesorgt, hatte ein Backup bei einem Bekannten. Die ist heute so groß und ist auch wieder kräftig am Wachsen. Aber bis das natürlich wieder so ein schönes Tier wird, so in der Größe, dauert es wieder ein bisschen. Leider. Ja, dann haben wir den 17. Teil, der ist am 1.5., also sprich am 1. Mai rausgekommen. Und da kam dann die neue Pumpe, die ReefWave. Ja, wir haben lange drauf gewartet. Ich habe die mir ja gekauft und habe sie eingesetzt und bin eigentlich von dieser Crossflow-Technik sehr begeistert. Es ist eine schöne Pumpe. Es ist eine, ja, ich sag mal, gut zu steuernde Pumpe, wenn man die App dann endlich mal installiert hatte. Das war auch so ein Ding. Dann musste wirklich, man hatte hier und da echt Probleme, gerade unter iOS, die Pumpe zu installieren mit der App. Da gab es dann gewisse Tricks. Ja, musste Ländereinstellungen machen auf Österreich und all solch Schnickschnack, 2,4 GHz Netz nur aktiviert haben, das 5 GHz ausstellen und solche Sachen. Alles in allem, wenn das Ding aber dann mal installiert war, hat die ihren Dienst gemacht und ließ sich eigentlich auch recht gut programmieren. Das gefiel mir sehr gut. Ja, dann hatten wir direkt den Monat danach, Teil 19. Nee, September. Urlaub ohne Probleme, trotz Corona. Und kam eigentlich zurück. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, nach dem Urlaub lässt du mal eine ICP machen. Und ja, was soll ich sagen? Die ICP hat mich dann Pi mal Daumen eben vom Hocker gehauen. Das ganze Becken, so wie es im Prinzip jetzt hier zu sehen ist, ist im Prinzip ja in Ordnung gewesen, optisch. Ich habe eigentlich keine Verluste gehabt, es ist nichts kaputt gegangen, aber trotz alledem war es eine ICP gewesen, die mich vom Hocker gehauen hat. Also 73% waren es fehlte Bohr, es fehlte Fluor. Was habe ich noch an Menge dabei gepackt? Mangan, Vanadium. Es ist einiges gewesen, was im Argen gelegen hat, was gefehlt hat, was zu wenig dosiert wurde, beziehungsweise was auch durch den Wasserwechsel und ein, ich sag's mal in Anführungszeichen, schlechtes Salz, was nicht ganz alles abgedeckt hat. Ja, da war halt da lag der Hase im Pfeffer. Das hat es im Endeffekt gebracht. Das Becken hat natürlich gezogen wie Sau und es kam nichts nach. Einerseits war es nicht abgestimmt. Ich habe auch viel zu lange mit der ICP gewartet. Weil, warum soll man eine ICP machen, wenn das Becken gut aussieht? Genau aus dem Grund, weil es gut aussieht. Danke nochmal, Norbert, für die, ich sag jetzt mal,
Weisheit und du hast recht mit der ganzen Aussage. Ja, ich hätte es wahrscheinlich auch schneller sehen können. Ja, alles in allem bin ich dann anschließend noch hingegangen und habe die rechte Seite ein wenig erweitert. Da ist die Anemone dann von rechts nach links gewandert. Ja, genau. Und nach diesem Umbau ist eigentlich nichts weiter passiert. Die Kleinigkeit mit der Abdeckung läuft immer noch. Also ich habe das Becken abgedeckt, um, sag mal, die Verdunstung zu reduzieren. Das funktioniert auch sehr gut, aber nur in Verbindung mit Atemkalk. Ja, ich habe den pH-Monitor dran von Aquamedic und dieser pH-Monitor zeigt mir im Endeffekt an, wo ich bin. Und das ist tatsächlich so, dass wenn der Atemkalk verbraucht ist, das kann ich am pH direkt sehen. Ja, ich habe tagsüber zwischen 8,0 und ja, 8,4. Also der schwankt trotz alledem noch relativ stark, aber das wird sich demnächst auch bald ändern. Warum, sage ich euch noch bald, im nächsten Teil. Und nachts sackt er tatsächlich nicht unter 8,0 ab. Das ist also schon mal sehr gut. Mein Osmosewasserverbrauch hat sich um 2 Drittel reduziert. Das heißt also, ich komme mit einem Tank jetzt mindestens 2 Wochen hin. Also mindestens 2 Wochen. Und ja, alles in allem bin ich mit dem, so wie es jetzt läuft, sehr zufrieden. Ihr seht selber im Hintergrund, das Becken sieht sehr, sehr gut aus. Und ja, 2 Jahre sind relativ zügig umgegangen. Es ist viel passiert. Ja, alles in allem war es eine recht stürmische Zeit oder, ja, nicht stürmisch nicht, aber ereignisreich. Also man hat an einem Meerwasseraquarium immer irgendwas zu tun. Es läuft nie irgendwas glatt. Man muss immer dranbleiben. Man sieht es im Endeffekt jetzt auch an der letzten ICP. Ich habe es jetzt wieder aufgefüllt alles. Ich habe einen Großwasserwechsel gemacht, dass alles wieder in die Reihe kommt. Die Sub-Elements natürlich aufgefüllt. Ja, und alles in allem, das Becken steht gut da. Besser jetzt wie vorher. Jetzt weiß ich auch warum. Und ja, ich hoffe, euch hat das hier gefallen. Dieser kleine, ich sage es mal, Rückblick, der wahrscheinlich auch ein bisschen länger gedauert hat. Alles in allem, wie gesagt, das Becken steht gut da. Ich kann mich nicht genug beschweren. Mein Standardspruch, ihr wisst. Und ja, das Projektbecken läuft auch sehr gut. Alles in allem eine runde Sache bisher. In diesem Sinne würde ich mal sagen, wenn euch das hier gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen da. Solltet ihr diesen Kanal noch nicht abonniert haben, abonniert ihn doch bitte. Und ich würde sagen, ich haue euch trotz alledem der Länge des Videos noch ein paar Bilder um die Ohren und freue mich dann auf den nächsten Teil, ob bei einem Live, ob bei einer Produktvorstellung oder was auch immer. Bis zum nächsten Mal, bleibt mir treu, euer Malte. Ciao!